In Berlin-Mitte feiert Familie Lehmann den 40. Geburtstag von Christian. Der 18-jährige Mike und die 16-jährige Annika lieben ihren lebensfrohen Vater sehr. So auch Ehefrau Nicole. Doch in den letzten Monaten ist der verantwortungsvolle Sozialarbeiter nur noch traurig und verschlossen. Mit der Feier hoffen sie, ihn wieder aufzuheitern. Und so richtet Annika einige Worte an ihr großes Vorbild. Und was wir dir schon immer mal sagen wollten, lieber Papa. Mama, Mike und ich wollten dir mal sagen, dass du, und das jetzt schon seit 40 Jahren, der tollste Mann auf Erden bist. Wir wollen auch einmal so werden wie du. Wir lieben deine ehrliche Art, daran ist vor allem Mama ganz fanat. Du bist für uns der Beste, den es gibt. Und wir haben dich alle ganz doll lieb. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Danke, danke, danke. Das ist echt lieb von euch, aber das habe ich echt nicht verdient. Und ja, ihr wisst doch, jeder Mensch macht mal Fehler und entschuldigt mich bitte. Habe ich was Falsches gesagt? Nein, Schatz, dein Papa war nur überwältigt. Eine Viertelstunde später ist Christian immer noch nicht von der Toilette zurück. Nicole kennt ihren Mann seit 21 Jahren und er ist noch nie vor Gefühlen weggelaufen. Sie spürt, dass etwas nicht stimmt und macht eine grauenvolle Entdeckung. Christian? Hallo? Schatz, ist alles in Ordnung? Christian? Oh Gott! Christian? Oh Gott! Nein! Christian! Oh Gott! Wo ist Papa? Das ist doch sein Shirt. Was ist passiert? Ruf die Polizei! Eurem Vater muss was Schreckliches passiert haben. Vielleicht ist er entführt worden. Oh Gott! Oh. Ja, hallo? Ja, Mike Lehmann, mein Name. Das ist bestimmt nichts Schlimmes, Mama. Papa wird sicher gesund wieder auftauchen. Oh nein. Es war Blut an seinem T-Shirt und er ist einfach so verschwunden. Das würde er nicht tun. Ich kenne Christian. Er würde nicht einfach so verschwinden, ohne uns Bescheid zu sagen. Es war, sah aus wie auf dem Schlachtfeld dort. Es war einfach furchtbar. Keine Ahnung, was Papa schon wieder hatte. Der war total scheiße drauf. Aber die Polizei ist ja gleich da und die kümmern sich schon drum. Wenige Minuten später entdecken die eintreffenden Polizeibeamten Hinweise, die gegen die Entführungstheorie der geschockten Verkäuferin sprechen. Das Klofenster wurde von innen geöffnet und das T-Shirt blieb offensichtlich am Rahmen hängen, als der Sozialarbeiter durchs Fenster kletterte. Aber mein Mann wollte doch nur kurz auf Toilette. Warum würde er durch das Klofenster abhauen wollen? Ja, das sieht aber wirklich so aus, als wenn jemand stiften gegangen ist. Also einfach abgehauen, um sich abzumelden. Hat er irgendwelche Probleme gehabt, so in Bezug auf Alkohol, auf der Arbeit, nein, Schulden? Familiäre Probleme? Nein, mein Mann ist einer der aufrichtigsten, ehrlichsten Menschen, die ich je kennengelernt habe. Und vielleicht kennen Sie das nicht von Berufswegen her, aber mein Mann hat sich noch nie etwas zu Schulden kommen lassen. Also, kann manchmal passieren, dass Menschen sich verändern und auch dann mal ausbrechen. Also ist Ihnen irgendwas aufgefallen in den letzten Wochen, vom Verhalten her vielleicht? Nein, also ich meine, er hat vielleicht ein bisschen Stress gehabt auf der Arbeit. Er hat Überstunden machen müssen und hatte auch schon Albträume davon bekommen, aber... Albträume? Was denn für Albträume? Er ist nachts öfter mal schreiend wach geworden, hat einen Namen sogar mal aufgerufen und Jacqueline oder sowas, aber wer das ist, hat er mir auch nicht gesagt. Kann es durchaus sein, dass Ihr Mann vielleicht von anderen Frauen träumt, außer von Ihnen? Vielleicht ist er mit der Jacqueline durchgebrannt, wer weiß? Nein, mein Mann und ich, wir sind glücklich verheiratet, also ehrlich. Ja, das heißt. Ja, vielleicht haben Sie auch Eheprobleme, kann ja auch sein. Also. Wir haben keine Probleme, wir sind seit 21 Jahren verheiratet, haben zwei Kinder, also was soll das denn hier? Sollte Ihr Mann in den nächsten 24 Stunden nicht zurückkehren, dann nimmt er eine Vermisstenanzeige auf. Vorher sind uns erstmal richtig die Hände gebunden. Wir gehen der Vermutung nach, dass er abgehauen ist und wie gesagt, innerhalb der nächsten 24 Stunden sollte er nicht erscheinen, kommen Sie auf die Dienststelle. Tut mir wirklich leid, aber... Es ist unfassbar. So. Also ich glaube das jetzt nicht. Die Polizei? Dein Freund und Helfer? Wir können dich nach jedem durchgebrannten Ehemann fahnden. Es sei denn, es sind wirklich eindeutige Hinweise darauf vor, dass eine Gewalttat vorliegt. Aber vermutlich wollte der Familienvater einfach mit Kumpels seinen Geburtstag feiern als mit seiner Familie. Und wir gehen davon aus, dass der Familienvater morgen früh wieder auftauchen wird, aller spätestens. Also, da war nichts. War nichts? Keine Spur, nichts. Na, komm, zieh ihn ab. Also wir werden erstmal ein bisschen rumtelefonieren und schauen, ob er vielleicht bei Freunden aufgetaucht ist. Und auch im Krankenhaus anrufen, denn er hatte sich ja schließlich verletzt. Und dann werde ich meine Anwältin einschalten und mal sehen, ob die noch irgendwas weiß, was man jetzt noch machen kann. I blame you for the moonlit sky.
Familienanwältin Katharina Hellbach schlägt vor, mit der Suche im Jugendcafé zu beginnen, wo der Vermisste arbeitet. Dort hat die besorgte Ehefrau zwei Tage später einen Termin mit Christians Chefin Martina Noll. Die berichtet über Probleme mit dem Familienvater auf der Arbeit. In letzter Zeit war Herr Lehmann kaum wiederzuerkennen. Er war ständig gereizt, fahrig, unkonzentriert, unpünktlich. Ich selbst habe ihn dabei gesehen, wie er die Jugendlichen angeschnauzt hat. Nee, also das kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe noch nie ein böses Wort von Christian gehört. Glauben Sie mir, ich war auch sehr erstaunt. Sagen Sie mal, bei den Albträumen, die Ihr Mann hatte, da hat er doch immer irgendeinen Namen gesagt. Wie war der? Jacqueline. Haben Sie hier ein Mädchen, was Jacqueline heißt? Irgendein Mädchen, was hier verkehrt? Nicht, dass ich wüsste, aber ich kenne noch nicht alle Jugendlichen mit Namen, die sich hier aufhalten. Wenn Sie wollen, können Sie gerne mit einer der Kolleginnen reden. Vielleicht weiß die mehr, aber mir ist noch zu Ohren gekommen, eine der Kolleginnen hat ihn dabei erwischt, als er in die Kaffeekasse gegriffen hat. Was? Christian soll ein Dieb sein? Auf gar keinen Fall. Der würde eher hungern, bevor er klauen würde. Da muss es sich um ein Missverständnis handeln. Nee, nie. Würde Christian nicht tun. Gab es denn irgendwelche aktuellen finanziellen Probleme, über die wir noch nicht gesprochen haben? Nein, wir haben keine Geldprobleme. Klar hat Christian mehr verdient als ich bei meinem Teilzeitjob, aber nee, wir sind immer gut ausgekommen. Also dieser Griff in die Kaffeekasse kommt mir wirklich merkwürdig vor. Zumal mir Frau Lehmann über finanzielle Probleme überhaupt nichts erzählt hat. Naja, da wir schon mal hier sind, halte ich es jedenfalls für eine gute Idee, wenn wir vielleicht auch noch mit ein paar Kolleginnen sprechen können. Are you loving the pain, loving the pain? And with every day. Noch ahnt Nicole nicht, wie wenig sie von den finanziellen Problemen ihres Mannes in den letzten Monaten mitbekommen hat. Christians Kollegin Angelika Weltiken weiß jedenfalls einiges mehr darüber. Normalerweise, wenn die Kinder sich streiten, schlichtet er immer sofort die Konflikte. Ja, das konnte er schon immer super. Ja. Also deswegen ist er ja auch Sozialarbeiter geworden. Ja, aber das ist ja das Komische. In letzter Zeit war er dann irgendwie viel gereizter und wurde dann auch mal laut, wenn die sich gestritten haben, statt irgendwie den Problemen auf den Grund zu gehen. Gut, mal was anderes. Es hat da wohl so einen Vorfall gegeben mit einer Kaffeekasse. Wissen Sie darüber irgendwas? Ja, ich habe ihn sogar dabei gesehen, wie er das Geld rausgenommen hat. Eine andere Kollegin von mir hat dann der Chefin Bescheid gesagt, als es ein zweites Mal passiert ist. Was? Er soll noch mal in die Kasse gegriffen haben? Also ich kann mir das nicht vorstellen. Und wenn, dann hatte er bestimmt einen guten Grund. Vielleicht wollte er ja was für die Jugendlichen kaufen oder so. Ist denn tatsächlich im Endeffekt auch Geld weg gewesen? Ja, und auch nicht wenig. Letztendlich fehlen 470 Euro in der Kasse. Hat er Ihnen denn erklärt, wofür er das Geld braucht? Er hat gesagt, er müsste unbedingt jemandem helfen. Und dass ich das sofort wieder kriege, sobald er wieder Lohn bekommt am Monatsanfang. Aber dann ist er natürlich verschwunden jetzt plötzlich. Sagen Sie, ist in dem Zusammenhang irgendwie der Name Jacqueline gefallen? Gibt es hier so ein Mädchen irgendwie? Nee, eigentlich nicht. Also ich bin echt enttäuscht von meinem Mann. Wir haben immer gemeinsam über unsere Probleme gesprochen und urplötzlich vertraut er mir nicht mehr. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe echt die Welt nicht mehr. Also vielleicht ist er wirklich wegen den Schulden abgehauen und nicht entführt worden? Ich weiß es nicht. Ich versteh's nicht. Wish I could be every little thing you wanted all the time. Am nächsten Morgen, als Mike und Annika auf dem Weg zur Schule sind, klingelt es bei Nicole an der Wohnungstür. Es ist Gerichtsvollzieher Hermann Fischer, der seines Amtes waltet und damit die zweifache Mutter in Angst und Schrecken versetzt. Darf ich reinkommen? Bitte, warten Sie mal, wer sind Sie überhaupt? Mein Name ist Fischer, ich bin Gerichtsvollzieher für diesen Bezirk. Es geht um diverse Rechnungen, die nicht bezahlt wurden. Und jetzt komme ich und muss sehen, ob in Ihrer Wohnung was zu finden ist. Da muss es sich um ein Missverständnis handeln, also... Das ist kein Missverständnis. Es geht um diverse Rechnungen. Zum Beispiel wartet Ihr Vermieter auf seine Miete. Es geht um Stromrechnungen, die nicht bezahlt worden sind. Ich habe mehrere Titel gegen Sie. Also ich... Entschuldigung, aber ich muss dringend telefonieren. Ja, machen Sie ruhig, ich schaue mich schon ein bisschen um. Der Gerichtsvollzieher notiert pfändbare Gegenstände. Währenddessen ruft Nicole panisch die Juristin Katharina Hellbach zur Hilfe, die bereits eine halbe Stunde später vor Ort ist. Die Rechtsanwältin der Familie versucht, die Vollstreckung zu verhindern. Worum ich Sie bitten würde, wäre vielleicht eine Woche Aufschub, damit ich versuchen kann, mich mit den Gläubigern mal in Verbindung zu setzen und wir hier irgendwie eine Vereinbarung treffen. Da ist ja letztlich allen mitgedient. Herr Fischer, bitte. Ich werde alles tun, was ich kann, um die Rechnungen zu begleichen. Aber bitte lassen Sie mir den Schmuck. Er ist von meiner Mutter. Es sind Erbstücke. Hören Sie, Frau Lehmann steht im Moment, ja,
vor den Trümmern ihrer Existenz. Sie ist jetzt hier alleine, ohne Mann mit zwei Kindern und weiß sowieso nicht, wo ihr der Kopf steht. Also können wir da nicht mal eine Ausnahme machen? Es ist doch besser, als wenn sie nachher die eidesstattliche Versicherung abgibt und dann kriegt gar keiner was. So versuchen wir es wenigstens. Na gut, ich gebe Ihnen noch eine Woche. Sie bekommen jetzt auch erstmal den Schmuck wieder zurück. Und die Gläubiger werden mich informieren, ob sie eine Einigung mit Ihnen gefunden haben. Wenn nicht, bin ich in einer Woche wieder da, dann gibt es auch keine Frist mehr und dann muss ich die Sachen mitnehmen. Ich krieg das schon hin. Vielen Dank erstmal für Ihr Entgegenkommen. Vielleicht können Sie mir eine Kopie dieser Titel einmal aufs Fax legen, damit ich überhaupt weiß, mit wem ich mich in Verbindung setzen soll. Ja, ist kein Problem, das mache ich. Ja? Okay. Gut, vielen Dank. Tschüss. Wiedersehen. Es ist ein Albtraum. Es ist einfach nur ein Albtraum. Wie soll ich das alles nur bezahlen? Die ganzen Schulden. Ich bin ja nur froh, dass Frau Helbach hier war. Sonst hätte der Gerichtsvollzieher alles mitgenommen. Alles, was nicht nagelfest ist. Das war knapp. Also Frau Lehmann und ich, wir müssen uns jetzt dringend einen Überblick über die finanzielle Situation der Familie verschaffen. Noch so eine Überraschung verkraftet meine Mandantin nicht. Anwältin Helbach und Nicole durchsuchen die gesamte Wohnung nach Bankauskünften. Auch fehlt immer noch der Vollstreckungsbescheid des Gerichtsvollziehers, den Christian seiner Frau unterschlagen hat. In der Abstellkammer stößt Nicole auf rätselhafte Papiere. Ich glaube, ich habe hier was. Ehrlich? Ja, Volltreffer. Wow. Ach Gott, hier oben ist auch noch was. Ja? Kontoauszüge. Na, die haben ja hier nichts zu suchen, oder? Ich fasse es nicht. Das ist ja wie im Fernsehen. Also, warum hat Christian die Rechnung von mir versteckt? Ja, keine Ahnung. Das finden wir jetzt hoffentlich raus, ne? 2 Stunden später ist der Juristin klar, warum das Konto der Lehmanns gesperrt wurde und weder Daueraufträge für Miete noch Lastschriften für Strom gezahlt wurden. Die Familie ist pleite, weil Christian ein dunkles Geheimnis hat. Barabhebung 1000 Euro. Kurz danach, nächste Barabhebung 1000 Euro. Wieder eine. Ich meine, das ist hier gerade mal ein Dreiviertelmonat und das sind schon 3000 Euro in bar. Wissen Sie, was Ihr Mann damit gemacht hat? Ich weiß es nicht. Also, er hat sich nichts Besonderes gekauft, also nicht, dass ich wüsste. Spielsucht, irgendwas in die Richtung? Nein, nein, also Christian hat wirklich keine Laster. Er raucht ja noch nicht mal und trinken tut er auch nicht. Also, Frau Lehmann, so langsam bin ich dann mit meinem Latein auch am Ende. Vielleicht ist ja doch eine andere Frau im Spiel. Und Ihr Mann hat da irgendwie noch ein Kind, eine Jacqueline, und muss da irgendwelche Zahlungen leisten oder so. Also, vielleicht. Vielleicht ist es wirklich so, aber... Aber dann will ich wirklich, dass er mir in die Augen schaut und mir das persönlich sagt, dass er ein Kind mit einer anderen Frau hat. Aber ich hoffe wirklich noch, dass es einen anderen Grund gibt für diese Schulden und für sein Verschwinden. Das ist ja jetzt auch nur eine Vermutung, ja? Das muss ja nicht so sein. Also ich denke, wir gucken jetzt einfach erstmal, tja, wir müssen erstmal einen Schuldenplan aufstellen. Also ich meine, damit wir wissen, wie viele Gläubiger es sind, wie hoch insgesamt Ihr Mann verschuldet ist. Hallo Mama, wir sind zu Hause. Hallo. Was ist denn hier los? Ist was Neues vom Papa? Na, so kann man es auch sagen. Kommt mal rein. Also, euer Vater hat uns einen Haufen Schulden hinterlassen. Der Gerichtsvollzieher war heute hier und wir sind pleite. Und alleine kann ich die Schulden und die Wohnung nicht mehr bezahlen. Ist das ernst? Ey, ich glaub's nicht. Soll es jetzt heißen, nur wegen Papa? Müssen wir hier ausziehen? Er hat doch die ganze Scheiße gebaut. Ich zieh hier nicht aus. Also, Mike, bitte beruhige dich. Mike, ich kann verstehen, dass du sauer bist, okay? Aber wir müssen zusammenhalten. Wir sind eine Familie. Wir schaffen das schon irgendwie. Eine Familie? Wahrscheinlich sitzt er irgendwo mit einer Alten und ist durchgebrannt. Ey! Jetzt lass doch mal Papa in Ruhe. Er war immer für uns da und der beste Vater der Welt. Er kommt bestimmt wieder und dann wird alles gut. Das wünsche ich mir auch, aber momentan sieht es einfach nicht danach aus. Und wir können nur hoffen, dass unser Vermieter uns nicht morgen auf die Straße setzt. Dass es so schlimm werden kann, habe ich echt nicht geglaubt. Meine arme Mama. Aber trotzdem glaube ich daran, dass Papa bald wiederkommt und dass er alles wieder in Ordnung bringt. Was hat Christian sich nur dabei gedacht, uns hier mit Schulden sitzen zu lassen? Wir haben alles verloren. Und eines ist mir jetzt klar geworden. Er hat sich aus dem Staub gemacht. Er ist nicht entführt worden. Er hat sich einfach aus dem Staub gemacht. Dieser Scheißkerl. Rechtsanwältin Katharina Helbach ist es gelungen, mit dem Gerichtsvollzieher einen Aufschub der ausstehenden Zahlungen zu vereinbaren. Wegen ihrer finanziellen Probleme muss Nicole dennoch mit ihren Kindern eine erheblich kleinere Wohnung beziehen.
Mit ihrem geringen Gehalt aus ihrer Teilzeitstelle als Verkäuferin versucht Nicole von nun an alleine klarzukommen. 4 Wochen später ist Christian immer noch spurlos verschwunden, als die Familie eine rätselhafte Mail erreicht. Das kann nicht wahr sein. Euer Vater hat sich gemeldet. Ich habe es doch gewusst. Geliebte Nicole, hallo Kinder. Ich weiß, dass ich euch sehr verletzt haben muss, als ich aus eurem Leben verschwunden bin. Ich hoffe sehr, dass ihr euch nicht allzu große Sorgen um mich macht. Ich habe etwas Schreckliches getan. Deswegen bin ich geflohen, nicht vor euch, sondern vor diesem Riesenfehler. Ich werde hier in New York ein neues Leben beginnen. Sucht nicht nach mir, ich werde euch immer lieben, euer Papa Christian. Spinnt der jetzt echt total oder was? Also ich meine, wer es glaubt, wird selig. Der kann mir doch nicht erzählen, dass er einfach abhaut. Der hat bestimmt eine amerikanische Frau kennengelernt, namens Jackie oder so. Hat sie dann noch geschwängert und dann sind ihm diese schon durchgebrannt. Jetzt hör doch mal auf, es geht hier um Papa und es geht ihm nicht gut, das hast du doch gehört. Annika hat recht. Das Wichtigste ist erstmal, dass er sich gemeldet hat. Und wenn ihm wirklich etwas Schreckliches passiert ist, dann können wir ihm vielleicht helfen. Wir müssen nach New York. Papa verarscht uns doch nur alle. Es ist doch klar, dass ihr darauf reinfallt. Ich werde schon rausfinden, was er wirklich gemacht hat. Könnt ihr mir glauben. Außer, dass Christian lebt, weiß ich jetzt wirklich nicht viel mehr. Ich werde die Mail erstmal meiner Anwältin zeigen und vielleicht hat die ja eine Idee. Inzwischen ist Mike auf Spurensuche im Netz. Er will herausfinden, von wo sein Vater die E-Mail verschickt hat. Denn was seine Eltern bisher nicht wussten, der 18-jährige Abiturient ist ein pfiffiger Hacker. Nicole wäre ausgerastet, hätte sie es vorher erfahren. Doch jetzt erweist sich seine kleine illegale Vorliebe als sehr hilfreich. Auch für Anwältin Katharina Hellbach. Klingt ja jetzt nicht unbedingt nach einer glücklichen Affäre, oder? Ich hab's. Die Mail stammt aus 321. Aus Berlin? Was? Das kann nicht sein. Er hat doch New York geschrieben. Doch, hier steht's. Aber, ja, ich hab's dir gesagt, Mama. Er ist ein Lügner und Betrüger. Du musst dich einfach damit abfinden. So, was machst du da eigentlich? Du weißt schon, dass das strafbar ist, ne? Ausspähen von Daten. Ja, aber was soll ich denn sonst machen? Ich kann mir einfach nicht mit angucken, wie meine Mutter daran kaputt geht, wie unser Alter uns hier einfach sitzen lassen hat mit diesem Schuldenberg und... Er soll einfach wiederkommen, alles in Ordnung bringen und dann kann er sich meinetwegen verpissen. Beruhig dich, Schatz, okay? Du hast mir sehr geholfen. Gut, wenn du schon dabei bist, kannst du sehen, wo die herkam? Genau? Ja, ich bin dran. Moment. Ja. Ein Internetcafé hier ganz in der Nähe, in der Knesebeckstraße. Knesebeckstraße? Gut, ja, Frau Lehmann, lassen Sie uns keine Zeit verlieren. Vielleicht gehen wir da einfach hin und versuchen mal was rauszufinden. Haben Sie vielleicht ein aktuelles Bild von Ihrem Mann? Ja, klar. Ich schnapp mir noch die Handtasche und in der Küche habe ich das Bild. Alles klar. Gut. Tschüss, Mike. Tschüssi. Jetzt bin ich wirklich gespannt, ob wir was rausbekommen. Ich meine, wochenlang keine Nachricht von Herrn Lehmann und jetzt diese ominöse E-Mail. Insgesamt klingt das für mich allerdings weniger nach einer Affäre, als dass er irgendwie in kriminelle Machenschaften verwickelt ist. Ich hoffe, wir können ihm noch helfen. Katharina Hellbach verliert keine Zeit und besucht mit ihrer Mandantin das Internetcafé. Hier wollen sie die Spur nach dem Vermissten aufnehmen. Sie hoffen, dass jemand Christian gesehen hat und Hinweise geben kann. Im Lokal treffen sie dabei auf den Besitzer Mohamed Dülrüm. Wir suchen diesen Mann hier und wollen wissen, ob der gestern zwischen 19:30 und 19:40 hier war und eine E-Mail verschickt hat. Kenne ich nicht. Wir wissen aber, dass der hier war. Ja, warum fragen Sie mich denn dann? Ja, weil ich nicht weiß, ob Sie da waren. Es kann sein, dass er sich optisch ein bisschen verändert hat. Ja, vielleicht ein bisschen unrasiert oder irgendwie ein bisschen dreckiger, aber so ziemlich runtergekommen. So. Kommt er öfter? Öfter? Na, das wäre ja ein Ding. Also wenn so ein dreckiger Typ in meinen Laden reinkommt, ne? Was denn dann mit den anderen Kunden? Ja? Die kriegen ja einen Schreck. Okay, verstehe. Ja. Sagen Sie, es ist wirklich wichtig. Wenn der noch mal herkommt, können Sie mich vielleicht anrufen und mir Bescheid geben? Ich drehe bald durch, Versorge, wenn Christian nicht bald auftaucht. Aber nach 21 Jahren, da ist er mir doch eine Erklärung schuldig, oder? Das ist unglaublich, aber für mich, also. Christian ist hier in Berlin. Warum kommt er denn nicht einfach nach Hause? Dann könnten wir uns die ganze Mühe hier sparen.
Es ist schwer, Frau Lehmann, aber wir müssen uns jetzt gedulden. Hören Sie, ich muss jetzt zurück in die Kanzlei. Wir sollten vielleicht morgen unser weiteres Vorgehen besprechen. Kommen Sie in die Dammerow-Straße oder soll ich besser zu Ihnen nach Hause kommen? Also es wäre mir lieber, wenn Sie zu mir kommen könnten, Frau Helbach. Habe ich mir schon gedacht. 14 Uhr, passt das? Passt gut. Alles klar, dann bis morgen, ja? Dankeschön. Und falls der Typ sich meldet, rufen Sie mich an, ja? Mache ich auf jeden Fall. Gut, danke. Tschüss. Tschüss. Am nächsten Tag will sich Nicole auf den Weg zu ihrer Anwältin machen. Die 37-jährige Berlinerin liebt ihren Ehemann noch immer. Sie hat auch den Glauben an ihn trotz allem nicht verloren. Sie ahnt nicht, dass die Juristin bereits auf dem Weg zu ihr ist, denn sie hat eine anonyme Nachricht bekommen, die mit Christians Verschwinden zusammenhängen könnte. Ich habe gerade in der Kanzlei das hier in meinem Briefkasten gefunden. Es ist ein Zeitungsausschnitt, da geht es um einen Verkehrsunfall vor einiger Zeit mit Unfallflucht. Und da wurde ein Mädchen schwer verletzt, das sitzt jetzt im Rollstuhl. Und schauen Sie mal, hier oben hat jemand Christian raufgeschrieben. Das arme Mädchen, das tut mir echt leid. Aber was soll das denn mit Christian zu tun haben? Das weiß ich noch nicht, aber ich habe bei der Polizeidienststelle angerufen. Und tatsächlich ist bis heute der Unfallverursacher nicht ermittelt worden. Okay, und was soll das jetzt mit mir zu tun haben? Ja, schauen Sie doch mal hier. Das ist doch genau die Landstraße, die Ihr Mann jeden Tag zur Arbeit hin und zurück fährt. Wir sind doch den Weg auch gefahren, als wir im Jugendclub waren, mit seiner Chefin sprechen. Ja, das stimmt, haben Sie recht. Und hier, da ist der Unfallwagen beschrieben. Es gab nämlich einen Zeugen, der das Ganze beobachtet hat. Die Beschreibung passt auf den Wagen, den Christian bis vor 6 Monaten noch gefahren hat. Dann hat er ihn von heute auf morgen verkauft. Der hat den Motorschaden. Ich habe mir sowas schon fast gedacht. Vielleicht ist genau das der Riesenfehler, von dem Herr Lehmann in seiner E-Mail gesprochen hat. Sollte er hier tatsächlich das Mädchen angefahren haben, kommen natürlich massive strafrechtliche Konsequenzen auf ihn zu. Das unerlaubte Entfernen vom Unfallort ist dabei sogar das kleinere Problem. Denn ein schwer verletztes Mädchen nach einem Verkehrsunfall liegen zu lassen, könnte auch den Tatbestand des versuchten Totschlags durch Unterlassen erfüllen.